Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder vorbeischaut. Heute gibt es ein neues Video zum Thema AC/DC Ultimate 2023, Bildbearbeitung mit AC/DC. Die meisten von euch, die meinen Kanal verfolgen oder mir auf Instagram folgen, wissen ja, dass ich meistens Landschaften fotografiere, Natur, Tiere und mit Porträts oder so wenig oder sehr wenig mache. AC/DC hat aber da trotzdem auch in dem Bereich ein sehr starkes Tool, finde ich, mit dabei, wo man Porträts verändern kann, nachbearbeiten kann, vielleicht ein bisschen verbessern kann. Und das Ganze basiert dann auf sogenannter künstlicher Intelligenz, sogenanntes AI-Tool. Wie das genau ausschaut, das stelle ich euch jetzt mal kurz vor und die Funktionen dazu. Ich öffne AC/DC mal und habe mir hier auch ein Porträt zurechtgelegt in AC/DC. Ein Foto einer jungen Dame hier am Salzsee, wie man im Hintergrund sieht. Und ich möchte mit euch heute mal dieses Tool durchgehen, was kann man hier gesichtsmäßig und so weiter noch verändern an dem Porträt im Nachgang. Was mir hier nicht ganz so gut gefällt, sind die Augen. Wirkt hier etwas kleiner als auf der Seite. Dann haben wir ein paar Leberflecke, ein paar Schönheitskorrekturen, Fehler mit drin oder hier ein Haar. Und das möchte man heute in dem Tutorial mal ein bisschen nachbearbeiten. Auf der linken Seite, wo die ganzen Einstellungen sind, da findet ihr hier oben bei Verstärken die KI-Gesichtsbearbeitung. Die steuern wir jetzt mal an. Dann geht hier ein Reiter auf. Es kann auch sein, dass die hier bei euch noch zu sind. Was als erstes schon mal auffällt, AC/DC erkennt das Gesicht, wie ihr hier unten seht, und vergrößert es auch, damit ihr besser arbeiten könnt damit. Ihr könnt es natürlich hier unten auch noch vergrößern, was wir jetzt hier auch mal machen. Wir gehen mal auf 150% und ziehen das Ganze ein bisschen in die Mitte. Wie gesagt, links haben wir die einzelnen Tools. Hier oben können wir alles wieder zurückstellen, wie bei den anderen Bearbeitungspunkten in AC/DC auch. Wir können, wenn wir was bearbeitet haben, das Ganze als Voreinstellung abspeichern und für andere Porträts oder andere dann hernehmen. Würde ich jetzt nicht unbedingt nehmen bei AC/DC oder hier, da wir ja jedes Porträt separat bearbeiten können oder sollten. Hier haben wir Gesicht bearbeiten mit den Tools, wie gesagt, und hier haben wir einen Punkt noch, die KI-Punkte bearbeiten. Was ist das? Gehen wir hier mal drauf. AC/DC erkennt anhand des Gesichts, dass es sich um ein Gesicht handelt und legt uns hier verschiedene Punkte anhand dessen, diesen Punkten erkennt AC/DC das Gesicht praktisch, die Augen, die Nase, den Mund, die Form des Gesichts, und das legt AC/DC schon mal fest. Wenn ihr jetzt hier mal drauf geht und sagt, okay, aber hier hat er sich ein bisschen vertan oder hier bei den Augen ein bisschen vertan oder bei den Augenbrauen ein bisschen vertan, dann können wir das Ganze auch im Nachgang nochmal ändern. Wir gehen einfach hier unten auf diesen Punkt drauf und ziehen uns das Ganze hin. Können wir auch an der Seite verschieben, wie wir das quasi brauchen hier unten. Oder hier bei den Augen, wenn ihr sagt, okay, möchte ich aber hier das eigentlich vom Auge her alles verändern, eher, das passt mir jetzt nicht so, oder bei den Augenbrauen auch, dann könnt ihr das im Nachgang hier auch noch ein bisschen verändern. Die Punkte verschieben quasi. Wenn ihr dann wieder zurückgeht auf Gesicht bearbeiten, seht ihr hier schon, er hat das Ganze jetzt schon ein bisschen korrigiert, von vornherein, ohne dass wir hier was gemacht haben. Und jetzt können wir in den Bereichen hier am Gesicht noch weiterarbeiten. Wir haben einmal die Gesichtsbreite. Ich überziehe jetzt jeden Regler am Anfang mal, damit ihr seht, wie sich das auswirkt. Wenn wir also rechts gehen oder links gehen, können wir das Gesicht verbreitern oder verschmälern. Ich würde es jetzt etwas schmäler machen, vielleicht mal so 10 minus 10. Kiefer, genau das gleiche, können wir unten verbreitern oder verschmälern, würde ich jetzt auch mal auf 10, damit wir gleich sind, machen. Die Backenlänge ist dann, wie man sieht, von den Backen die Änderung, die würde ich etwas kürzer machen. Gehen wir jetzt auch mal auf 8.
Dann haben wir die Kinngröße, wirkt sich unten aufs Kinn aus, da gehen wir auch auf 8. Dann die Stirn oben, können wir natürlich auch verändern entsprechend. Die machen wir etwas höher, mal 5 plus. Dann die Wangenknochen, das ist jetzt eher was, da wo ich sage, okay, vielleicht ein bisschen aufgehellt durch Farbe etc. oder Helligkeit, wo das rausgestellt wird, die machen wir ein bisschen rauf, vielleicht so auf 50. Gehen wir hier mal ein bisschen höher. So 64. Und jetzt können wir uns das Ganze schon mal anschauen, wie sich das aufs ursprüngliche Foto ausgewirkt hat. Entweder hier unten vorheriges anzeigen oder wir gehen hierher und schalten hier einfach aus und ein. Dann sehen wir auch, wie sich das Ganze auswirkt. Hier können wir wieder alles, wie gesagt, wie auch bei den anderen Bearbeitungsprogrammen zurückstellen. Wenn wir hier fertig sind, gehen wir zu den Augen. Da gibt es jetzt die Besonderheit, wir haben Augen links und rechts natürlich. Und wir können hier auf der Seite, gibt es diese Klammern. Wenn ich hier eine Änderung mache, wirkt sich das auf beide Augen aus, gleichzeitig. Wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte aber nur auf der einen Seite was verändern, dann geht ihr einfach hier und klickt hier drauf und beendet das Beidseitige damit. Und ihr könnt dann jedes Auge separat ansteuern. Also das ist immer, wo diese Klammern sind. Ich gehe jetzt mal her und mache rechts etwas größer. Nicht zu groß. Dann die Höhe der Augen. Ja, würde ich jetzt mal, schauen wir mal, würde ich jetzt auch vielleicht mal nur das rechte etwas höher machen, dass etwas mehr zu ist, das gleiche ist ungefähr, so. Dann die Breite der Augen, will ich jetzt gar nicht so viel ändern, mal ein bisschen schmäler. Den Abstand der Augen natürlich, vom Gesicht her, da würde ich jetzt eigentlich gar nichts ändern. Das lassen wir mal, da gibt es nur einen Reiter, also da gibt es dieses Kombinierte nicht. Dann die Richtung, in die sie blicken soll, ist ganz interessant. Können wir nach rechts oder nach links. Ich mache jetzt einfach mal so nach vorne. Mal so. Dann können wir die Augen auch scharf zeichnen. Dazu gehen wir hier mal rein und vergrößern das Ganze nochmal ein bisschen. Und wenn wir jetzt mal ganz hoch ziehen, dann sieht man das schon ganz leicht vielleicht, dass die Augen etwas schärfer werden, die Iris. Die können wir jetzt ruhig einmal auf 70 hoch tun. Die Weißfärbung, also sprich das Weiße im Auge, können wir verändern. Wenn es zu dunkel oder zu grau ist, das machen wir jetzt auch einmal ein bisschen. Aber nicht zu viel. Und dann natürlich die Haut um die Augen herum. Hier mit glatte Falten links und rechts, da können wir wieder kombiniert oder auch nicht. Das wäre dann so auf der Seite. Müssen wir jetzt eigentlich nichts machen fast. Würde ich mal so auf 20 stellen. Oder noch ein bisschen weniger, 15. Krähenfüße haben wir eigentlich nicht. Oben dann brauchen wir eigentlich fast nicht. Da machen wir nur 5. Und dann können wir uns auch anschauen, wie sich das auf die Augen auswirkt. Wenn wir zufrieden sind damit, dann wieder einfach den Reiter schließen und machen weiter mit den Augenbrauen. Auch hier gibt es dann wieder die Doppelreiter, wo wir beides gleichzeitig verändern können oder auch nur einzeln. Ich mache es jetzt mal gleichzeitig. Gehen wir jetzt mal ein bisschen runter. Die Außenlänge. Ein bisschen hoch und die Linien verstärken wir ein bisschen. So. Verjüngen, ja, ist mir jetzt nicht unbedingt, oder ein bisschen schadet nicht. Und dann können wir uns auch das anschauen, wie sich das auswirkt. Da haben wir jetzt nicht so viele Änderungen gemacht. Wo ich ein bisschen Änderungen machen möchte, wäre bei der Nase. Da können wir zum einen mal die Höhe der Nase einstellen. Die machen wir jetzt ein bisschen tiefer, so 30. Dann die Breite natürlich vorne.
beziehungsweise auch oben, machen wir ein bisschen breiter, also 10. Dann die Spitzenlänge, gehen wir ein bisschen nach unten, auch wieder 30. Die Breite der Spitze, machen wir ein bisschen breiter, auch wieder 10. Und die Konturierung, da machen wir ein bisschen oben ein bisschen was drauf, so 50. Schauen wir uns das Ergebnis auch vorher nachher an. Ja, gefällt mir ein bisschen besser. Den Mund, da gibt es jetzt eine Funktion Lächeln, finde ich ganz interessant. Die Dame lächelt zwar etwas, aber jetzt für meinen Geschmack könnte es ein bisschen mehrer sein. Wir können auch mal sehen. Trüb schaut, aber ich finde, machen wir 0, ein bisschen ein Lächeln reinzaubern, so 15, können wir eigentlich noch. Zähne aufhellen, in dem Fall funktioniert nicht. Oberlippendicke, ja, die machen wir ein bisschen schmäl, die machen wir ein bisschen dicker, also 10 auch. Und die Unterlippendicke, machen wir ein bisschen dicker, also 10. Auch wieder vorher, nachher. Na, könnte man noch ein bisschen mehr Lächeln vielleicht reinbringen. Machen wir auf 20. So. Ah. Lassen wir mal stehen. Make-up. Da haben wir verschiedene Punkte. Lippensättigung, Lippenfarbe, die Röte der Wangen, Lidschatten. Und können hier nochmal Farben einstellen, wenn uns die Farbe nicht gefällt oder wenn wir eine andere Farbe haben möchten. Wir können jetzt zum Beispiel mal Lippensättigung, die machen wir ein bisschen voller vom Ton, ja, vielleicht zu 25. Die Lippenfarbe, die würde ich lassen bei Rot. Die Röte an den Wangenknochen ein bisschen, kann man ein bisschen rötlicher machen. Oberer Lidschatten machen wir auch ein bisschen. Und auch den unteren, den machen wir bloß leicht. So. Auch wieder vorher, nachher. Und dann schauen wir uns das Ganze mal in der 100% Ausgabe an. Und wenn wir jetzt einen Vergleich wollen, vorher, nachher, wie ist das Foto vorher gewesen, dann einfach hier unten sehen wir vorher und nachher. Wobei mir jetzt der Lidschatten, die Röte etwas zu viel ist, da können wir nochmal ein bisschen rausgehen. Der Röte so. Ein bisschen natürlicher. Wenn wir zufrieden sind mit dem Ergebnis, wie gesagt, ihr könnt es auch als Voreinstellung abspeichern oder dann einfach auf Fertig gehen. Dann wird das Ganze übernommen. Natürlich könnt ihr auch mit den Pinseln oder mit anderen Gerätschaften, Tools hier oben arbeiten und dann gezielt nochmal auf andere Punkte drauf gehen, wie ich jetzt zum Beispiel hier mit dem Ausbesserungswerkzeug, da gehen wir auch nochmal auf 100-200%, machen wir da gleich und verschieben uns das Ganze mal ein bisschen nach unten und dann gehen wir aufs Ausbesserungswerkzeug. Und dann gibt es da so ein paar Punkte, die ich gern mit Smart Erase heraus hätte. Nehmen wir jetzt mal hier oben ein paar Punkte rausstempeln. Die lassen wir mal. Dann dieses Haar, was hier rüber hängt. Schauen wir mal, ob er das wegbringt. Ja, schaut ganz gut aus. Hier noch einen. Ich glaube, das reicht. Ja, können wir so lassen. Gehen wir mal auf 100%.
Und dann auf Fertig. So, dann haben wir noch ein Ausbildungswert für rote Augen. Haben wir hier in dem Fall nicht. Also brauchen wir das nicht. Könnt ihr aber mal bei roten Augen versuchen. Wenn ihr mit Blitz fotografiert habt, funktioniert auch ganz gut. Und den Hautton. Dazu gehe ich jetzt auch nochmal in die 150% Vergrößerung, damit man es besser sieht. Und wir haben hier verschiedene Merkmale, was wir hier anwenden können. Farbton, Sättigung, Helligkeit. Ich bleibe jetzt mal beim RGB normal und wir glätten die Haut etwas. Ich überziehe es jetzt einfach mal, damit seht ihr den Unterschied, wie sich das auswirkt. Ihr könnt natürlich auch mit dem Pinsel arbeiten, wenn ihr sagt, okay, ich glätte jetzt das Ganze, jetzt geht mir das wie hier zum Beispiel in die Haare mit rein. Dann könnt ihr natürlich auch hergehen und mit dem Pinsel hier oben erstmal, wo diese Glättung überall stattfinden soll. Mal probieren wir das mal, machen wir mal hier oben drüber. Hier noch ein bisschen. Und da gehen wir hier 35 und den Schein nehmen wir noch ein bisschen zurück. Ein bisschen mehr Schein rein. So. Reicht eigentlich, gehen wir nochmal in die 100% Ansicht. Dadurch ist das Gesicht, die ganze Haut schon etwas glatter, schaut ein bisschen vom Ten her ein bisschen besser aus, wenn wir vorher, nachher uns anschauen. Ist ja auch immer ein bisschen Geschmackssache, wie man das machen möchte. Was ich noch machen möchte, das wäre der Dame andere Augenfarbe verpassen. Wie funktioniert das? Also da gibt es hier oben keine Gesichtsbearbeitung, sondern das könnt ihr auch hier übers Farbenrad machen. Ich gehe jetzt da nochmal in die 200% Ansicht und hole mir die Augen nochmal hierher. Dann gehe ich auf das Farbenrad, auf den Pinsel und markiere mir hier oben einfach mal die Augen, wo ich eine Veränderung machen möchte in der Farbe. Kann man natürlich noch genauer machen, ich mache es jetzt hier mal grob oder auch mit dem Zauberstabpinsel. Das probiert ihr am besten aus, es ist bei jedem Model wieder ein bisschen anders, bei jedem Foto. So. Und jetzt könnt ihr hier auswählen, welche Farbe möchte ich denn nehmen. Und zwar gehen wir jetzt mal hier runter und dann seht ihr schon, das was dann so aufleuchtet von den Farben, das ändert sich. Jetzt mal hier ein bisschen runter, ja, das nehmen wir dann mit rein. Jetzt haben wir hier natürlich auf der rechten Seite ein bisschen mit unten mit rein, das können wir nochmal rauslöschen. Sonst schaut das zu unnatürlich aus. So. Jetzt gehen wir hier links einfach auf Farbton und können hier jetzt die Augenfarbe verändern. Und ich würde hier mal so in so ein, ja, ich sag mal, bläulich, graublau, in so ein Smaragdgrün. Oder wir gehen mal rüber in Blau. Fällt mir jetzt nicht so, vielleicht eher so Smaragdgrün. So in die Richtung. Kann hier auch nochmal mit dem Konter mit der Sättigung arbeiten, das mehr oder weniger. Weniger und den Kontrast erhöhen wir noch ein bisschen zurück. Und hier sind wir noch ein bisschen ins Weiße reingekommen. Da
Gehen wir nochmal drüber. So. Ja. Und dann einfach auf Anwenden. Und fertig. Und wieder in die 100% Ansicht. Und schon haben wir anstatt braune Augen, smaragd blaue Augen. Smaragd grün, grün-blau ein bisschen. So wie die Blumen hier unten, das Muster quasi, was hier drin ist. Die Haare, die möchte ich auch noch ein bisschen hervorheben. Dazu gehe ich unten auf Detailpinsel. Da lassen wir den Radius mal bei 20, Strichstärke, die Stärke, die erstmal auch bei 25, weiche Kante auch. Und dann fahre ich einfach hier oben ein bisschen drüber. So, hier. Gebt dem ganzen Haaren ein bisschen mehr Struktur. So. Schauen wir uns das Ganze vorher nachher an. Bild vorher, Bild nachher. Wenn ihr zufrieden seid, einfach abspeichern. Ihr könnt es wie gesagt auch dann weiter bearbeiten, Hintergrund, der dann ein anderes Kleid geben mit dem Farbenrad etc. oder Sachen entfernen, retuschieren, ganz nach eurem Geschmack. Heute ging es ja nur mal um die Gesichtsbearbeitung. Ich hoffe, euch hat das ein bisschen geholfen, die Tools hier, wie ihr da hinkommt, was ihr damit machen könnt. Wenn ja, würde ich mich über einen Kommentar freuen oder Daumen hoch. Fragen bitte auch gerne unten in die Kommentare. Ich versuche nach Möglichkeit, alle Fragen zu beantworten. Natürlich kann ich nicht alle beantworten. Oft kommen auch Fragen, wie funktioniert das in ACDC oder ich bleibe hier irgendwo beim Punkt hängen, da komme ich nicht weiter, da zeigt es bei mir was an. Da ist es natürlich schwierig von meiner Seite, dass ich euch da über den Chat oder über die Kommentare Hilfestellung gebe, da ich ja euer Problem hier bei mir auf dem Desktop nicht direkt sehe oder was ihr vorher gemacht habt. Da einfach ein bisschen rumprobieren selber oder wenn ihr nicht weiterkommt, es gibt noch die F1-Taste in jedem Bereich bei ACDC, wo ihr wirklich gute Hilfestellungen habt, Erläuterungen und wenn das auch nichts bringt, einfach mal googeln oder auch im ACDC Forum mal nachschauen. In dem Sinne, ich wünsche euch noch was, bis zum nächsten Video, macht es gut, Servus und Ade.